Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu meinem 100 Abonnenten-Special. Wie versprochen, möchte ich euch heute meine Farbmaus-Damen vorstellen und natürlich nicht nur die zwei Geschwister-Mädels, die meine erste Gruppe überlebt haben, sage ich einmal. Also zwei von drei. Eine ist leider schon verstorben, die Bianca. Und natürlich auch meine vier Mäuse-Mädels, die Jungspunde, die ich dazu genommen habe. Für eine Gesamtgruppengröße von sechs Mäuschen aufgeteilt auf die Voliere, die ich heute noch einrichten möchte. Ich sehe gerade da hinten mittendrin, ihr seht es auch, also dort, wo das Woodenville steht, dort ist meine Vergesellschaftungsbereich, meine Gruppe. Ich sehe gerade die Mausi und die Pauline sind wach. Moment, ich versuche da gerade mal. Ihr seht schon, ich habe da alles voll mit Zeugs. Von Rotipad zum Teil auch. Also soll alles noch rein hier in die Voliere. Ich gehe ein bisschen leer ran. Keine Angst, Pauline, keine Angst. So ist fein. Also die Süße hier, das ist meine Pauline, eine meiner Mäusekinder. Und da hinten ist meine Mausi. Mein kleines Sorgenmädchen, denn die Gute, ich hoffe, man kann das sehen, die Gute hatte schon zwei Tumore, die wir rausoperieren haben lassen. Gott sei Dank an einer guten Stelle. Sie ist soweit geheilt und genesen. Und gesund. Und ihr seht schon, hier habe ich meine also mein Vergesellschaftungsbereich mit meinen Mäusemädels. Zwei sind wach, die anderen beiden haben, also die anderen beiden, sage ich, die anderen vier, haben noch keinen Bock rauszukommen. Ich hoffe, wir werden sie später noch sehen. Oh, warte, da hinten, da ist die Blackie. Schaut mal, ich spiegel ein bisschen. Hier ist meine Blackie. Und dahinter sieht man die Mausi. Ja, ihr werdet euch denken, warum die Alte jetzt da quatschen tut, ne? Ja, das sind meine schon drei von sechs Mädels. Die beiden hier sind auch Geschwister. Und ihre, also Mausis Schwesterchen, die Tanja, die ist noch am Schlafen, aber nicht mehr allzu lange, denn sobald der Bereich hier geöffnet ist, die ganze Voliere, wird es hier rund gehen. Also, hier habe ich ein Woodenville. Es ist hier spärlich eingerichtet, wie ihr seht. Es ist auch viel zu klein für sechs Mäuschen, ganz klar, keine Frage. Es ist hier aber auch gerade eine Vergesellschaftungsphase, also eine Gruppenzusammenschließung. Und die läuft sehr, sehr gut. Ach, Mausi, trink nochmal. Ach, hat keinen Bock. Sag Hallo. Ja? Na, komm. Sie ist gerade am Futter suchen. Da sieht man es ganz schön stark und toll. Ja, also meine Lieblinge sind die Mädels halt, ne? Ein Geburtstagsgeschenk, also die Mausi hier und die Tanja, die noch irgendwo hier schlafen tut, sind ein Geburtstagsgeschenk und ich liebe Mäuschen von Herzen. Viele haben Hamster, viele haben Hund, Katze, aber die Mäuse sind halt mein Ein und Alles. Ich habe auch diesbezüglich extra für sie diese Voliere hier gebaut, zusammen mit meinem Papa und meinem Freund. Und wie gesagt, die werden wir jetzt einrichten. Also jetzt fange ich mal da unten an. Hier so. Ein bisschen habe ich schon eingerichtet. Ja, ich schnaufe ein bisschen. Ist schon ein bisschen anstrengend gewesen. Es wird jetzt hier mit Einstreu ein bisschen voll gemacht. Und ich versuche dann hier, ich hoffe, man kann das sehen. Hier gibt es dann so einen Aufgang. Ist ein bisschen dunkel. Ich habe leider keine Softboxen. Ich hoffe, das klappt trotzdem. Und da wird der Aufgang eben mit diesem Bereich verbunden. Hier gibt es das dann nochmal und der wird mit dem Bereich hier verbunden. Also ich melde mich dann wieder, wenn ich da unten alles mit Einstreu voll habe. Ich hoffe, ich wackel nicht zu so sehr mit dem Handy. Ich habe sonst keine Kamera. Ich hoffe, das klappt. Aber wie gesagt, ist nur ein 100 Abonnenten-Special. Nur, was heißt hier nur, ein kleiner Einblick in meine Mäuse-Damen-Welt. Und ja. Wie gesagt, ich beeile mich jetzt und mache hier mal alles voll mit Einstreu. Und da wird dann noch ein Häuschen stehen und dann werden wir uns gleich wieder hören. Jo, so machen wir das. Also dann, ihr Lieben, bis gleich. So, meine Lieben, langsam nimmt es Gestalt an. Ist jetzt ein bisschen heller. Schaut mal, da oben bin ich jetzt fertig. Ich habe mir jetzt das für das obere entschieden statt fürs untere, obwohl ich das auch schon ein bisschen, also das mittlere, ein bisschen eingerichtet habe. Einstreu ist auch mal fertig. Es schaut wieder ein bisschen schief aus, wie es sich gehört. Da hinten ein bisschen mehr, da vorne ein bisschen weniger. Da ist halt mein Woodenville. Auf dem Boden zeige ich euch gerade nicht, wie es ausschaut. Reinster Sauhaufen. Also ich hoffe, man kann es sehen. Das Woodenville steht auf einem originalen Rotipad-Etage, schön befestigt. Da kommt noch ein bisschen Einstreu drüber, falls meine kleinen Ferkelchen, ich meine die Mäuschen, Sauhaufen machen. Da unten drinnen können sie dann sich ein Häuschen bauen, wenn sie möchten. Ein bisschen Heu habe ich schon drinnen.
Und hier eben, da fehlt noch eine Granitplatte oben, die kommt gleich, die tut derweil auf ein Nest der Mäuschen aufpassen, das auch wieder reinkommt. Also das ist die mittlere Etage, wo ich vergesellschaftet habe. Ich hoffe, die werden viel Spaß haben beim Klettern. Ja, und ganz unten ist eben meine Mäusebande. Die sieht mir jetzt, glaube ich, nicht so gut. Es ist auch ziemlich dunkel. Unten habe ich da mal alles geschlossen. Hier haben wir die kleine Schoki. Ich glaube, man sieht sie nicht so gut. Lassen wir das für später. Und ja, ich mache jetzt einfach mal weiter. Und würde sagen, wir hören uns ein bisschen später. Ich hoffe, das geht gut. Ist ein bisschen unscharf, glaube ich, ne? Ich hoffe, ihr könnt es trotzdem erkennen. Also hier oben, ganz oben, schaut es einmal derweil so aus. Da kommen dann noch ein paar Kokoshäuschen, Kokosnusshäuschen und so weiter hin. Auch da unten kommt dann noch ein bisschen was noch ran. Aber zum Klettern ist einmal so ziemlich alles. Und dann schauen wir, wie es weitergeht. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück. So, ich bin jetzt mal soweit fertig. Ich habe hier unten, also fertig, mal mit dem Einstreu. Ihr seht schon, ist ein bisschen mehr als vorher, sind insgesamt so um die 15 cm verteilt, bei manchen Stellen etwas weniger, wie hier zum Beispiel. Hier habe ich auch, oh, Moment, mal kurz ranschleichen, sieht man das? Hier habe ich eine nein, eine Küchenpapierrolle, eine leere, auseinandergeschnitten, also bei der Hälfte, und habe ein Stück unter diese Etage geschubst, damit sie hier dann später rein können und sich hier auch ein Nestchen bauen können. Ich habe das mit Absicht hier an der Scheibe gemacht. Vielleicht kann ich sie so mal ein bisschen beobachten, wie sie hier fleißig buddeln und bauen. Die kleinen Mädels. Hier hinten haben wir ein Sandbad. Da ist auch schon Sand drin. Ich hoffe, man kann das sehen. Das ist so dunkel. Ich werde es dann versuchen, etwas heller zu machen. Und ja, es ist ja auch schon spät heute. Vielleicht kann ich da was mit der Taschenlampe noch ausgleichen. Und hier oben sind schon ein paar neue Mäuschen wach. Hier haben wir die Trixie, auch eines meiner Mäusekinder. Wen haben wir hier? Hier krabbelt auch jemand ganz fleißig. Ah, das ist unsere Blackie. Die ist eine Klettermeisterin, die kleine Süße. Da hinten ist ein Klo für die Kleinen. Hier haben wir die Schoki. Die ist gerade am Futtern. Sonst noch jemand wach? Ich glaube, die Tanja fehlt noch. Ich sehe sie gerade selber nicht. Na. Die ist noch nicht wach. Ja, und hier seht ihr die Verwüstung, die sie in der Nacht anrichten. Sie lieben es, Gurken und Einstreu und Heu und Nüsse in den Wassernapf zu schütten. Das wird jetzt dann auch alles gewechselt. Hier haben sie eigentlich immer Gurke drinnen und sobald die Gurke leer ist, wird es mit allerhand Sachen befüllt. Aber witzigerweise zum Trinknapf. Sie trinken lieber draus, wenn Gurke drinnen ist. Ganz, ganz komisch. Ja, da hinten putzt sich jemand. Ich glaube, derweil haben wir alle Mäuschens. Und ich werde jetzt einfach frisch fröhlich weitermachen. Ich glaube, ich werde jetzt mal die Kinder umsiedeln. Jo, weil ich muss jetzt den Mittelbereich hier machen. Da kommt nämlich noch was Besonderes rein. Das könnte ich euch kurz zeigen. Moment, ich muss kurz schwenken. Schwenken. Da haben wir einen Fernseher. Ui, da haben wir Mineralwasser. Hier drinnen ist noch ein bisschen was von Rodiped. Und zwar diese Teeteile hier, also das da. Das brauche ich jetzt gleich, jeweils zwei Stück, denn die hier werden als Übergang für die Etagen dienen. Hier haben wir noch ein paar Leckerlis für die Kleinen. Ja, die Rechnung, die ist sehr interessant. Auch ein bisschen Sisalseil habe ich gekauft. Wozu, das werde ich euch später zeigen, denn das wird zusammen mit einem Socken dann kombiniert werden, mit einem Baumwollsocken selbstverständlich. Da ist kein Polyester drin, ist ja auch ein alter Socken, aber gewaschen, keine Sorge. Ein paar Kräuter sind drinnen, Blüten sind drin, na Kräuter nicht, nur Blüten, Entschuldigung. Kräuter hatte ich ja schon, also Blüten, Kamille, Ringelblumenblüte und hier drüben habe ich noch einen Zettel, genau. Hier drüben habe ich noch blaue Kornblumenblüten, ein bisschen Moos haben wir da und haufenweise Graffel, genau, hier ist noch Silberhirse, da unten drin, sieht man das? Da, ich bin so schlecht mit dem Aufnehmen. Hier. Das erste Mal ist immer schwierig. Und ja, ich mache jetzt einfach mal weiter und ich werde mich dann so in 2, 3 Stunden melden. Na Spaß, so lange wird es wohl nicht dauern. Jo, auf jeden Fall, schwenk, schwenk. Es wird ja langsam voll. Also dann, ihr Lieben, bis später. Hallöchen, ihr Lieben. So, wir sind jetzt hier am Ende angelangt, dieses
Ja, 100 Abonnenten-Specials. Der Mauskäfig ist soweit fertig. Ein paar Feinheiten fehlen zwar noch. Alles habe ich jetzt nicht eingebaut, was ich so habe. Ein bisschen was ist mir übrig geblieben. Auch was ich von Rodipet bestellt habe, habe ich nicht alles zu 100% verwendet. Aber immerhin zu 90%. Ihr seht, da ist alles voll. Die Mädels können spielen. Ich gehe da mal ein bisschen näher ran. Hier überall Versteckmöglichkeiten, Klettermöglichkeiten, Buddelmöglichkeiten. Also alle drei Etagen sind voll mit Einstreu. Voll mit Zeugs. Essen habe ich auch schon verstreut. Wie man sehen kann, da hinten ist eine Blackie und eine Trixie, die schon fleißig naschen tun. Da hinten habe ich ihr altes Nest hingetan. Da in dem Häuschen da unten drin ist auch ein Nest für sie, das sie schon benutzt haben. Hier haben wir die Tanja, die fehlt ja noch in der Vorstellungsrunde. Und ich hoffe, ich vergesse nicht, ein Foto von der verstorbenen Bianca mit hier reinzufügen, vielleicht am Schluss oder so. Ja. Also die dritte, also die zweite Schwester von der Tanja. Mausi lebt ja noch. Gott sei Dank. Ja, so schaut es jetzt aus. Ein bisschen finster alles zusammen. Kann man es da oben vielleicht sehen? Hier ist so ein kleines, kann man es sehen? So ein Rohr raus. Das ist eines der T-Teile, die ich verbaut habe. Das sind eben, wie gesagt, die Übergänge der Etagen. Ich muss es filmen. Die ist so süß, die Trixie, wenn sie isst. Nam, 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 nam. Ja, schmeckt's? Hier haben wir nochmal die Blackie. Sieht man nur die Schwanzerl. So ums Eck. Die ist auch am Graben und am Essen. Ansonsten, die anderen sind, glaube ich, schon ein bisschen müde. Ja, wie gesagt, es sind jetzt noch ein paar Kokosnuss-Häuschen mit Leitern dazugekommen. Hier sieht man, hier sieht man, hier sieht man eins. Da oben habe ich eins mit Brücke, da können sie laufen wie die Wahnsinnigen. Hier oben ist mein wunderschönes Woodenville und die Schoki, die im Kreis läuft oder gelaufen ist. Eine Korkröhre, die ich auch von Rodipet habe. Da ist eins so ein Rebhölzchen, habe ich auch von Rodipet gekauft. Die Leiter hier habe ich von uns in Österreich gekauft. Aus der Vogelabteilung, das sieht man hier vielleicht ganz gut. Ich verbinde hier eine Etage. Hier da oben das Haus habe ich auch schon sehr lange. Dieses dreistöckige habe ich auch schon sehr lange. Das habe ich schon von meiner ersten Mäusegruppe. Gibt es sonst irgendwas? Genau, diese große Holzsäule da, die habe ich auch von Rodipet gekauft. Hier waren mal Kleinsämereien drinnen in dieser Birkenröhre. Die habe ich jetzt genutzt, damit sie da durchlaufen können. Ja, braucht man nicht wegschmeißen. Hier dasselbe auch. Jo, jetzt gibt es dann nachher noch ein paar Kräuterchen für die Kleinen. Wenn ich hier auch ein bisschen verstreuen, gibt es hier irgendwas Interessantes noch da unten? Ich glaube nicht. Hier habe ich noch einen Stein dazu gestellt zwischen dem Rebholz, damit sie ihre Krallen schön abwetzen können, wenn sie drüber laufen. Jo, Mieps, die Tanja beschwert sich gerade. Für sie ist das gerade ein bisschen fremd. Und ich bin auch schon ein bisschen müde. Sag Hallo, Tanja. Ich will aber lieber essen. Ja. Und irgendwie, es riecht zwar nach uns, aber irgendwie ist das alles fremd für mich. Ja, ich esse lieber mal was. Mahlzeit. Ja, lass es dir schmecken. Na gut. Ja, hier haben wir dann auch noch ein paar Steine. Ich hoffe, man kann sie sehen zum Aufgang, damit sie auch den Stein benutzen müssen. Und hier haben wir noch eine hübsche Schoki. Ja, wunderschön essen, damit du groß und stark wirst. Kommt sie da unten wieder raus? Ah, kein Bock. Gut. Ja, ich werde jetzt hier aufräumen. Ich zeige euch, soll ich euch die Verwüstung zeigen? Ich zeige euch die Verwüstung. Also, das hier ist übrig geblieben am Boden. Ich krempel da schon alles an. Ich habe den richtigen Sauhaufen gemacht. Der wird jetzt weggeräumt. Das bisschen hier ist übrig geblieben. Das wird auch alles brav verstaut wieder. Ja, ich werde noch ein paar Nüsse verteilen und wie gesagt Kräuter und ja. Wenn es euch interessiert hat, könnt ihr mir gerne was fragen bezüglich den Farbmäuschen. Ich werde euch alles, was ich weiß und wo ich meine Infos her habe, weitergeben, wenn euch das interessiert. Ja, meine Pauline, die am Naschen ist. Mahlzeit, meine Hübsche. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, mein kleines 100-Abonnenten-Special. Ich bedanke mich bei euch von ganzem Herzen, dass ihr mich so toll unterstützt, dass euch meine Videos gefallen.
für eure lieben Komplimente. Es ist unglaublich, ich hätte nie gedacht, dass ich mal in den dreistelligen Bereich kommen würde. Vielen lieben Dank. Ich hoffe, wir werden noch viele, 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 viele schöne Stunden, Minuten, wie auch immer, miteinander verbringen, viele neue Projekte machen. Vielleicht interessiert euch auch, also interessiert euch mit meinen Farbmäuschen hier, wie es da weitergeht. Vielleicht wollt ihr auch mal ein Unboxing sehen, wenn ich mal wieder was von Rotipad bestelle. Könnt ihr mir alles gerne in die Kommentare schreiben. Ich werde jetzt dann versuchen, das Video so gut ich kann zusammenzuschneiden. Ui, da haben meine Tanja, die gerade nascht, an ihrem Lieblingsplatz. Und ja, sie ist etwas dicker, aber sie isst auch leidenschaftlich gerne, das muss ich schon sagen. Aber sie ist auch viel größer als meine anderen Mädels. Also keine Ahnung, was mit ihr ist. Aber sie ist ein Mannweib, ist sie. Ja, aber sie passt durch alle Rohre. Also das ist schon mal wichtig. Lass es dir schmecken, meine Hübsche. Naja, auf jeden Fall, das war's mal von mir. Wie gesagt, vielen, vielen lieben Dank an euch allen fürs Dabeisein, fürs Mitmachen, fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Ich wünsche euch von ganzem Herzen einen schönen Tag, einen schönen Abend. Meine Mäuse-Mädels wünschen es euch auch. Habt Spaß auf YouTube, habt Spaß mit meinen Videos und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Also dann, tschüssi und danke nochmal.